Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Kann sein, dass ich bei der letzten Folge gesagt habe, Total Annihilation? Weiß ich nicht, egal. Wir haben jetzt eine tolle Technologie bekommen, und zwar die Fortschritte der Luftwaffentechnik. Und das hier gilt ja für alle Flugzeuge, dass die besser, schneller, stärker sind. Nee, schneller sind sie nicht. Stärker und mehr HP und sowas. Dann noch Geschwindigkeit um 25%, okay. Haben wir also doch. So, wir haben hier jetzt den Orangen besiegt. Ich dachte, das wäre auch verbunden damit, aber ist es wohl nicht. Und hier haben wir jetzt ein Drei-Planeten-System. Das würde ich jetzt mal spielen wollen. Das wird interessanter, weil eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit ist, dass der Gegner nicht auf meinem Planeten ist. Stört aber nicht. Wir bringen ihn trotzdem um. Ist nur die Frage, ob das irgendwie bewegbare Planeten sind oder irgendwelche solche Sachen. Darauf muss man achten, dass der Gegner sich nicht den einkrallt. Wenn der als Startplanet zur Auswahl ist, dann sollte man gleich da starten. Wenn nicht, dann sollte man so schnell wie möglich darüber gehen. Und mit da drüben was anbauen. Und wenn es keinen solchen Planeten gibt, baut man in Ruhe auf, bis man beim Gegner landen kann. Natürlich sollte man schnell wie möglich Landung vornehmen, sag ich mal. Weil wenn man zu spät Landungsversuche macht, dann hat man natürlich das Problem, dass dann kein Landen mehr möglich ist, weil da so viel Verteidigung steht und so viel Viecher rumrennen, die dann in Instant aus der Luft oder vom Boden holen. Also man muss ja versuchen, ein Portal aufzubauen oder mit einem Transporterzeug rüber zu schaffen. Die beiden Möglichkeiten gibt's ja. Da ich ja die orbitale Technologie habe, gibt's ja beide Möglichkeiten. Und zur Not könnte man später auch mal so einen aus dem Orbit heraus so einen Angriff machen. Allerdings wird das schon recht schwer und langwieriger Prozess bis dahin. Es ist kein Planet steuerbar. Das heißt, es geht einfach nur darum, das ist wieder so ein super System, wo jeder Planet mit 4 Metall versehen ist. 2 Startorte und 4 Metall. Wenn man hier mit dem Verbündeten zusammen startet, kann man sich gleich erschießen. Oh Gott, und hier ist noch weniger Platz durch die Lava. Das ist Mist. Deswegen würde ich vermutlich hier so ein der beiden Planeten nehmen. Ja, 6 Metall scheint es auf jedem Planeten zu geben, oder? Hier gibt es noch weniger. 3, 4, 5, 6, doch, haut hin. 6 Metall auf jedem Planeten. Ich starte wohl hier. Und mein Verbündeter auch hier? Nein, ich bin alleine. Oder zumindest kein Verbündeter. Aber was den Gegner angeht, werde ich dann sehen. Kann natürlich durchaus noch sein, dass der Gegner auch hier ist. Das wäre aber gar nicht so wilde. Denn dann kann man ihn tot waschen, wie immer. Das wird nicht hinpassen, oder? Weiß ich nicht. Wird dann das Metall noch hinpassen? Ja. Moment, du könntest ja auch selber mal Metall bauen. Ist ja auch nicht so wilde. So, jetzt habe ich ganz vergessen hier, so, L. So, mein Verbündeter ist hier, auf dem anderen Mond. Wir wissen noch nicht, wo der Gegner ist. Ich weiß es frühestens dann, wenn das Radar fertig ist. Obwohl, kann auch sein, dass ich schon vorher rausfinde, wenn mein Metalltyp hier Metall produziert und dabei auf den Gegner trifft, weil der Gegner wird ja auch versuchen, Metall zu produzieren. Na komm, Radarknolle, mach mal schneller. Okay, also bei meinem Verbündeten ist der Gegner. Kann ich... Denn ist das denn möglich, dass ich das ist ja eine gute Frage. Ist es denn möglich, dass ich ein Portal von meinem Verbündeten an mein Portal anschließe? Dann könnte ich ja direkt rüber schicken. Ansonsten müsste ich orbital was bauen. Nee, das bringt jetzt nichts. Das bringt jetzt nichts. Abbrechen. Das würde ja nur was bringen, wenn ich die auf per Transporter rüber schaffen könnte oder sowas. Aber das ging ja nicht. Habe ich ja schon ausprobiert. Flugzeuge gehen ja nicht per Transporter rüber zu schaffen. Aber Fahrzeuge. Ja, ich weiß, dass ich die verloren habe trotzdem.
Ihr macht mal bitte ein Portal. Und danach macht ihr Energie ohne Ende. Denn ein Portal braucht Energie ohne Ende, haben wir festgestellt. So, so. Und so. Das produziert hierhin. Das produziert auch hierhin. Ihr produziert alle hiermit, okay. Du gehst mal hier helfen. Was macht unser Verbündeter? Baut hier eine Fahrzeugfabrik. Wo ist unser Commander, unser Verbündeter? Die schalten sich gegenseitig aus. Brauche ich gar nichts mehr machen. Nein, die schalten sich nicht gegenseitig aus. Die entfernen sich zu weit voneinander. Jetzt schießt er plötzlich darauf. WTF. Die schalten sich doch nicht gegenseitig aus. Ist interessant. Rüberfliegen. Der Commander waggert hier. Das heißt, er wird hier jetzt nicht mehr hingehen. Kurzzeitig. Dann baue ich dort immer schnell ein Portal. Das Gegenstück sozusagen. So, das hole ich mir mal auf die Minikamera. Müsste ja ein Orbital gleich was ankommen von mir. Ihr braucht Energie ohne Ende, sehr schön. So muss das sein. Mhm. So, ein Portal hier bauen. Und jetzt haben wir das verbunden. Jetzt müssen wir mal was produzieren, was auch angreifen kann, ne? Wobei da kaum noch was übrig ist. Ich würde gern sehen, ob der sich gegenseitig umbringt hier. Sozusagen, ein Commander rennt auf den anderen los und die bringen sich dann gegenseitig um. Durch die Explosion schon alleine. Jetzt fehlt mir die Energie, um das Portal aufrechtzuerhalten. Der Commander ist in der Nähe von dort, wo ich gerade ihn gesehen habe. Die Frage ist, wird er jetzt nochmal auf unseren verbündeten Commander treffen? Oder gehen die sich jetzt komplett aus dem Weg? Und wer hat jetzt die Oberhand? Es scheint, unser Commander hat die Oberhand, weil der hat schon Produktion für Panzer und allen möglichen Kram. Jetzt alle was? Ich hoffe. Wäre blöd, wenn nicht. Ach, keine Energie. Der baut jetzt Flieger, okay. Hat kein Metall und nichts, aber baut Flieger, immerhin. Hat was. Nee, ist keine Energie da, lass es sein. Hier war gerade was gestorben. Ein Flieger wahrscheinlich. Der versucht ihn zu reparieren. Interessant. Kommen wir da durch? Ne, kommen wir nicht. Schaffen wir nicht. Sind wir zu doof zu... Da kommt der Commander, jetzt wird er sterben. Werde ich gar nichts mehr zu tun haben gleich. Ich wollte mit angreifen. Ja, noch 6%, links unten sieht man's. Die haben den seine Luftwaffenfabrik zerstört, cool. Enemy
Das ist so ein Flammenwerfer, so ein verbesserter, oder? Hier ist er jetzt. Rennt durch die... Sag mal, mein Verbündeter ist schon wieder der intelligenteste von Welt hier. Der steht da und guckt zu, wie der Gegner da durch seine Basis rennt und alles platt macht, oder was? Geht mal nachgucken, was die da für Mist machen. Er hat nur 1% HP. Ja, nee, ist klar. Du überlebst jetzt, oder was? Der kleine Punkt muss gerade so ein großes Fieber. Wie süß. Übrigens auch interessanter Fakt, wenn man jetzt immer einen kleineren Planeten in einen größeren reinhaut, dann ist der größere nicht komplett zerstört, aber der hat einen größeren Krater und bei der richtigen Größe, wenn man genau die richtige Größe ausfindet, dann kann man den Krater wirklich so den halben Planeten als Krater wegsprengen. Ja, ich krieg den Kill. Ich habe einen Schuss abgegeben auf den Commander, glaube ich. Und damit habe ich gewonnen. Das war ja easy. One-Hit-Kill. Headshot. Hat aber länger gedauert, dadurch, dass ich auf den anderen Planeten rüber musste. Aber ist ja normal so. Welche Technologie kriegen wir diesmal? Ja, Kundin. Kommandantenpanzerungstechnologie. Das steigert die Trefferpunkte aller Kommandanten um 100%. Das würde was bringen in dem Moment, wo der wieder auf den Gegner trifft. Dann hatte man der hier genau doppelt so viel HP. Dann würde ich die hier ablehnen. Sozusagen Lagerkapazitäten um 300% erhöht. Und dafür die hier nehmen. Und die nächste wäre zur Not wieder die hier. Die ich austauschen könnte, oder eben die. Wobei die natürlich schon Vorteile hätte. Wir schauen einfach mal. Wir haben erstmal so ein bisschen was gefunden. Nächstes Mal würde man hier hingehen. Das ist ein Vier-Planeten-System. Das wird auch ein interessanter Kampf. Und das ist aber auch ein Gasriese. Aber das werden wir nächstes Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.